Ihr seid schon da. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fragen-Freitag gemeinsam mit F-Online, Österreichs Lernplattform, mit allen amtlichen Prüfungsfragen kostenlos. Heute eine sehr passende Frage, wenn ich mir das Bild hier von dieser Prüfungsfrage ansehe, zur Weihnachtszeit, wo dieses Video ja jetzt gerade entstanden ist und hochgeladen wird. Draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Da müssen doch Bernhards Bücher als Geschenke her. Das reimt sich sogar. So, jetzt aber Frage 59, mehr dazu nach dem Intro. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fragen Freitag auf meinem Kanal rund um das Thema Mobilität, Führerschein und Zukunft. Ja, Frage 59, aber bevor ich dazu komme, glaube ich, wenn ich das jetzt schon hier stehen gelassen habe und ihr mich da überrascht habt, wie ich meinen Kakao trinke, muss ich wohl kurz was über diese Dose sagen. Nein, die ist nicht gesponsert für das Video oder sonst irgendwas, aber der Kakao schmeckt wirklich mega geil oder heiße Schokolade, wie man in Deutschland wohl eher dazu sagt. Wir in Wien sagen Kakao dazu, deshalb steht das auch da oben. Ja, ist egal, ich sage das jetzt ganz kurz einfach. Den habe ich bekommen bei der Hauptversammlung. Ich bin ja Aktionär dieses Unternehmens. Habe übrigens auch ein Video dazu gedreht, da erfährt ihr mehr dazu. Und da hat jeder Aktionär gratis unter anderem so einen Trinkkakao mitbekommen. Und als Wiener fühlt man sich diesem Unternehmen natürlich nicht nur als Aktionär sehr verbunden. Manner mag man eben. Ich sollte jetzt echt Geld verlangen von denen, weil ich diese Werbung mache. Nee, das mache ich einfach wirklich nur deshalb, weil das Ding mega geil schmeckt. Ich trinke jetzt nicht so oft heiße Schokolade, aber wenn es so kalt draußen ist wie jetzt gerade, dann ganz gerne mal. Jetzt aber zur Frage 59. Wie werden Sie sich in dieser Verkehrssituation verhalten, lautet diese. Und wenn wir uns das gemütlich anschauen, dieses Bild, dann hat man gleich noch mehr Lust auf den heißen Trinkkakao. Und die schöne Landschaft, eine Bergstraße, alles ist verschneit, aber das ist für die Antworten eigentlich noch gar nicht so relevant, wenn ich mir dann nachher ansehe. Sondern was ist hier relevant? Es handelt sich um eine schmale Fahrbahn. Das heißt, es geht hier um die Frage, auf welche Sicht fahren wir hier. Und da wieder zurück zum Ernst der Sache empfehle ich euch insbesondere ein Video von mir, wo ich wirklich ganz konkret auf das Fahren auf ganze Sicht, halbe Sicht, Gefahrensicht eingehe und genau erkläre, wann was zu tun ist und was es auf sich hat. Und dieses Video verlinke ich euch unterhalb oder in der Infobox. Da würde ich euch wirklich darum bitten, dieses Video jetzt vorweg mal anzusehen, damit wir hier zügig direkt auf die Antworten gemütlich bei einer heißen Schokolade eingehen können. Also, mit dem nötigen Wissen aus dem Video, das ihr euch zwischenzeitlich, so ihr es noch nicht kennt, angesehen habt, beziehungsweise auch das entsprechende Kapitel natürlich durchgelesen habt, wird diese Beantwortung jetzt kein Problem sein. Schauen wir uns die Antworten trotzdem gemeinsam an und ein paar erklärende Worte von mir. Ich fahre auf Gefahrensicht. Also hier ist innerhalb der eingesehenen Strecke keine besondere Gefahr zu erkennen. Ich sehe bis hierher, damit ist jetzt hier nichts Besonderes für eine Gefahrensicht gegeben. Was anders wäre, wenn hier jetzt Kinder dazwischen spielen würden oder so. Klar, da müsste ich bis zu denen schon anhalten können. Noch dazu auf dem rutschigen Untergrund natürlich entsprechend den Bremsweg richtig berechnen und die Geschwindigkeit entsprechend anpassen. Aber wie gesagt, hier Gefahrensicht jetzt nicht besonders notwendig. Ich fahre auf halbe Sicht. Wann fahren wir auf halbe Sicht? So wie wir gelernt haben, immer dann, wenn es eine schmale Fahrbahn ist. Das heißt also, die Fahrbahnrestbreite nehmen wir weniger als 3,5 Meter, denn dann würde sich der Gegenverkehr auf seiner Seite nicht mehr ausgehen. Das heißt, wir müssen uns sozusagen das aufteilen, wenn hier der Gegenverkehr kommt, also auf einer schmalen Fahrbahn mit Gegenverkehr. Hier könnte Gegenverkehr kommen, das heißt, ich habe praktisch nur die Hälfte Platz zum Anhalten, die andere Hälfte gehört dem Gegenverkehr, upsi, und damit brauchen wir hier auf jeden Fall eine halbe Sicht. Der Gegenverkehr könnte hier nicht an uns vorbei. Ich fahre auf ganze Sicht, das wird nicht reichen, denn dann kann ich praktisch bis zur Sichtgrenze anhalten. Der Gegenverkehr kann bis zu seiner Sichtgrenze anhalten. Wir sind dazwischen schon gecrashed und das wäre nicht gut. Ich fahre bremsbereit, also ich kann nicht die ganze Zeit bremsbereit fahren. Macht hier jetzt keinen besonderen Sinn. Das ist keine besondere Gefahr von mir oder ein Schutzweg oder irgendwas. Wie wir schon gesagt haben, von dem her fahre ich einfach auf halbe Sicht. Wir gehen weiter.
Ja, und ich hoffe, damit ist die Frage für euch klar beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, beziehungsweise auch einfach Austausch unter dem Video, freue ich mich immer über jeden Kommentar. Lernen wir gegenseitig voneinander. Habe ich jetzt noch da? Schocke auch noch. Mache ich mich komplett zum Kasperl heute da. Aber wie auch immer. Tja, ich würde sagen, das war's für heute. Habt eine gemütliche Weihnachtszeit, weil zu der wurde das Video aufgenommen, auch wenn du es jetzt vielleicht im Sommer ansiehst. Ich wünsche uns allen alles, alles Gute. Frohe Weihnachten. Tschüss, euer Bernhard.